Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Transcivert 5, der denn spielt das hier auf dem PC. Wir befinden uns hier auf dem Trainingscenter und das hat folgenden Grund. Ist übrigens schön geschmückt, so weihnachtlich im September. Naja, lassen wir das. Denn ich möchte euch heute ein bisschen was vorstellen. Und zwar geht es da um die um den ICE BR411 von der Deutschen Bahn. Und zwar möchte ich euch da ein wenig ein paar Lackierungen vorstellen, die es für den schon gibt. Und zwar habe ich da mir gedacht, wir nehmen uns heute mal ein vier Stück raus. Zu finden sind die alle im Creators Club. Und zwar einmal das Repaint 175 Jahre Eisenbahn in Deutschland von 1835 bis 2010 in Kooperation mit Siemens www.deutschebahn.com/175 175 Jahre Zukunft bewegen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wirklich wunderschön. Wirklich auch hier die Wagen so mit zu beschriften. Muss ich wirklich sagen, wunderschön. Also wirklich, das ist wirklich sehr gelungen. Das muss man wirklich an dieser Stelle mal so sagen. Wer sich immer das hat einfallen lassen, Hut ab, absolut Respekt. Wirklich absolut wunderschön. Das kann man nicht anders sagen. Es sieht wirklich wunderschön aus. So, da wir ja hier auch Schwarz-Rot-Gold, ihr wisst Bescheid, auch schon mal soweit Deutschland stehen haben, habe ich mir gedacht, platziere ich daneben direkt die nächste Lackierung und zwar den Deutschland-ICE oder das Deutschland-Repaint BRD. Auch wirklich hier wunderschön geworden, kann man nicht anders sagen, wirklich ein wunderschönes Repaint hier. Das Ganze in den Farben Schwarz-Rot-Gold zu halten. Wirklich wunderschön. Gibt es, wie gesagt, alles auf der Seite, wollte ich schon sagen, gibt es alles im Creators Club zu finden. Bundesrepublik Deutschland, da steht es wirklich auch schön geworden. So, Deutschland haben wir soweit durch. Dann kommen wir jetzt zu dem nächst besseren, beziehungsweise international haben wir dann hier schon Europa. Den Europa ICE bzw. in Europa Repaint Bahn für Europa Spur for Europa und Rail for Europe auch wirklich wunderschön. Also ich finde, das sind wirklich gute Repaints geworden. Die ersten jetzt, die ich so oft gefunden habe im Creators Club. Also wenn ihr die Namen 411 da in die Suchleiste eintippt, dann gibt es da glaube ich drei Seiten und dann kommen die Repaints halt dabei raus. Das sind jetzt so, die ich da gefunden habe. Wenn ihr dann noch mehr zu finden habt oder gefunden habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann werde ich da auch noch schauen. Und als letztes den Klimaschützer. Der darf natürlich auch nicht fehlen. Deutschlands schnellster Klimaschützer auf den Namen Kaiserslautern. Na, kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Ja, denn in der Roadmap zu dem Spiel TSW 5 gab es ja die Ankündigung einer neuen deutschen Strecke. Ludwigsburg-Mannheim, beziehungsweise Ludwigsburg-Bahn Kaiserslautern-Mannheim. Wann das Ganze offiziell wird, ist noch nicht raus, aber sie wurde auf jeden Fall schon mal angekündigt. Von daher freuen wir uns doch da einfach drauf, würde ich sagen. Neue Strecken sind immer gut. Von daher freuen wir uns auf die Strecke, die da angekündigt wurde, die halt in der Roadmap zu dem Teil hier, zu dem fünften Teil angekündigt wurde. Ja, ich würde sagen, das sind auf jeden Fall schon mal vier wunderschöne Repaints. Das kann man nicht anders sagen. Ich wollte euch das einfach mal so ein bisschen vorstellen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, ob ihr noch weitere Repaints gefunden habt für den ICET. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da mir Infos gebt, was es dann noch so für Lackierungen gibt. Ich finde, das sind erstmal die vier schönsten.
Besonders die Bahn Deutschland, Repency vorne, einmal die 175 Jahre Deutsche Eisenbahn und der Deutschland-ICE, muss ich wirklich sagen, vom allerallerfeinsten. Aber auch die anderen beiden, der Europa-ICE und der Klimaschützer, sind nicht zu verachten. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefallen alle vier sehr gut. Das war es erstmal soweit, was ich euch präsentieren wollte. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe euch ein wenig weitergeholfen. Wie gesagt, die sind alle vier zu finden in den Creators Club. Ihr gebt einfach in das Suchfeld 411 ein und dann habt ihr, glaube ich, soweit ich weiß, noch drei Seiten da zur Verfügung und könnt euch dann die vier Repaints runterladen und dann habt ihr das auch so. Ja, das war's so von meiner Seite. Ihr könnt ja gerne mal, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, wie ihr die Repaints findet. Ich für meinen Teil finde sie wunderschön, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie gefallen mir sehr gut. Und ja, was soll ich noch sagen? Schreibt in die Kommentare, was euch noch so fehlt an Strecken, an Züge, an Repaints. Würde mir auf jeden Fall sehr helfen. Gebt Feedback, einen Daumen nach oben und so weiter. Ja, das war es erstmal soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt ein schönes Wochenende, habt eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Nächste Woche geht es für mich wieder auf Tour. Das war's soweit. Passt auf euch auf. Ja, das war's dann erstmal. Bis zum nächsten Mal. Euer Danny Spieters. Haut rein. Ciao. Servus. Und tschüss.